Der Startnummer 36 aus dem Baujahr 1963. 93 PS und 1782 Kubikzentimeter. Helmut Bohn mit Benjamin Bohn. Ist das der Tiger, der da hinten drin sitzt, der Benjamin? Ich finde ihn nicht mehr. Wie heißt der? Putin? Ach so. Ja, Franz, richte dir mal ein bisschen. Helmut Bohn, wo hast du deinen Beifahrer gelassen? Der ist schon zu Hause. Lag es an der Federung, lag es am Fahrstil oder lag es am Hunger? Am Hunger. Schön. Bitte? Ah, ein Esso-Tiger. Ja, als wärst du noch zu der Esso-Tankstelle und guckst natürlich, dass du noch ein bisschen Sprit hier und Sprit kriegst. Ne? Und funktioniert nicht, ne? Also, das Fahrzeug wurde ca. 2 Jahre restauriert. Da hat man lange dran rumgeschraubt und befindet sich im Originalzustand, meine Damen und Herren. Einmalig in Deutschland, wenn ich das hier so richtig lese. Erbaut wurde er Ruska Werken in Amsterdam in den Niederlanden. Es wurden 10 verschiedene Modelle davon gebaut, 1965, 1980. Alle auf einem Volkswagen-Chassis aufgebaut mit einem VW-Motor. Von dem Regina-Modell wurden insgesamt nur 38 Stück gebaut. Die Chassis wurden sandgestrahlt und abhängig vom Modell verkürzt oder verlängert. Der sieht mir sehr lang aus. Aber es kann auch das kurze Modell sein. Nein, es ist ein langes, das sieht man ja. Dankeschön. Karosserie wurde alle von Hand an Fiberglas angefertigt. Aus diesem Grund sagt man, dass die Firma Ruska der letzte Automauer der Niederlande war. Ich hoffe, das habe ich so richtig wiedergegeben. Schön, dass du dabei gewesen bist. Liebe Grüße an deinen Beifahrer und ich hoffe auch, dass wir uns nächstes Jahr wiedersehen mit diesem tollen Gefährt. Dankeschön. Einen dicken Applaus für dieses selten anzusehende Fahrzeug. Schön. In der Nähe von der Wiese würde ich dann aber auch nicht machen. Das könnte Probleme geben. Kannst du nochmal hupen? Helmut, hup nochmal. Dankeschön. So, nun meine Damen und Herren, der Startnummer 40, ein Triumph. Das älteste Modell dieser Classic-Ausfahrt begrüßen, meine Damen und Herren. Einen donnernden Applaus für dieses wunderschöne Model E. Ist er nicht schön? Ja, also Baujahr 1928, meine Damen und Herren. Ein in Serie gefertigtes Auto, was die Automobilbranche zu dem gemacht hat, was sie heute ist. Und somit hat man angefangen, ne? Man hat mit dem Model T angefangen, den hat man 15 Jahre gebaut und dann kam hier an die Reihe mit dem Baujahr 1928, wunderschönes Fahrzeug. Ich glaube, der ist sogar noch besser, als er vom Band gerollt ist, vom Lack her, würde ich sagen. Pilotiert wird dieses Gefährt von Detlef Larisch und Nadine Wertschulte. Die sitzen, ne, ist nicht richtig, steht hier. Ja, als Beifahrer. Ja, ich meine, dass du nicht Nadine bist, das hätte ich mir fast gedacht. Aber vielleicht hat dann Nadine auch einfach den Platz gewechselt. Nein, hat sie nicht. Nadine, fühlst du dich wohl da hinten drin? Ja, das ist doch ein bisschen gelogen. Ne? Also vom Kopf vorher würde ich sagen, eine Holzbank und dann 2 Federn unten drunter und dann geht's los. Aber da hat man auch noch nicht so viel Wert darauf gelegt, ob es den Leuten da hinten gut geht. Man wollte ja vorwärts kommen, ja? Und wenn man jetzt mal überlegt, was vorher so eine Kutsche ausgemacht hat, da war das schon Luxus, ne? Also, vielen lieben Dank für dieses wunderschöne Gefährt hier, meine Damen und Herren. Ihr dürft dann nochmal gerne applaudieren. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Ja, genau. Nochmal hupen. Ach, das ist ein bisschen Wolkensfeeling, ne? Ein Morgen 4-4 aus dem Baujahr 1937. Da war noch nichts mit Servolenkung. Man sieht es an den Armen des Fahrers. Jawohl. Friedhelm, Sonderland und Roswitha Domröse sitzen in diesem Fahrzeug. Ich finde, die sind auch super gekleidet zu diesem Fahrzeug, oder? Sind die super gekleidet zu diesem Fahrzeug, meine Damen und Herren? Ja, finde ich auch. Also,
haben sich dem Ganzen noch ein bisschen angepasst. Also einer der ersten Morgen mit 4 Rädern, vormals nur 3. Der Besitzer-Originalzustand, Motor, Conventi, Climax, Neuaufbau aus Eschenholz in Handarbeit, meine Damen und Herren. Da wird viel dran gewidert worden sein. Ältester in Deutschland existierender Morgen, meine Damen und Herren. Kann man nur mal applaudieren. Ja, auf Holzchassis-Basis aufgebaut. Erstbesitz, Sohn des Premierminister Churchill. Also hat auch noch eine richtige Historie, dieses Fahrzeug. Wird noch heute gebaut. Firma im Privatbesitz. Lieferzeit für ein Neufahrzeug 4 Jahre. Ich würde sagen, das ist ja schon ungefähr das, was man heute überhaupt für ein Fahrzeug braucht. Wenn man jetzt keine Sonderausstattung braucht, dann wartet man heute 4 Jahre. Aber auf dieses Fahrzeug ist natürlich auch viel Handarbeit drin. Also unfassbar schön. Tolle Farbgebung, wie ich finde. Mal was anderes als immer diese schwarzen und silbernen Gefährte, die man so sieht. Ja, Churchill, ne? Also auch richtige Historie, mein lieber Scholli. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Dankeschön. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und seht uns auch nächstes Jahr wieder. Schön. Mit der Startnummer 18 darf ich nur begrüßen. Ein 1900